Hallo und willkommen bei Funkelfaden. Viele von euch hatten sich mehr Cricut Design Space Tutorials gewünscht, wie zum Beispiel dieses hier zum Karten erstellen oder das Tutorial zum Sticker erstellen. Heute möchte ich dir deshalb zeigen, wie du solch einen Blumenkranz im Cricut Design Space selbst erstellen kannst. Wir werden hierfür nur kostenlose Elemente verwenden, das heißt aktuell steht der Blumenkranz, so wie er ist, für dich auch kostenfrei im Cricut Design Space zur Verfügung. Da sich die kostenfreien Dateien von Cricut immer mal wieder ändern, kann es natürlich sein, dass so ein kostenfreies Element irgendwann auch kostenpflichtig wird. Für den Moment ist es aber auf jeden Fall kostenfrei und ich zeige dir hier, wie du deinen Blumenkranz aus kostenfreien Elementen ebenfalls herstellen kannst. Also auch mit anderen Elementen sollten zukünftig andere Elemente im kostenfreien Bereich zur Verfügung stehen. Dieses Projekt ist sowohl für Cricut Joy als auch die Cricut Explore und Maker Familie geeignet. Lasst uns beginnen. Wir öffnen den Arbeitsbereich vom Cricut Design Space. Zuerst wollen wir den Ring erstellen. Nun gehst du auf den Bereich Formen und wählst dir einen Kreis. Ziehe den Kreis in eine gewünschte Größe und kopiere ihn. Das kannst du entweder per Tastenkombination, je nachdem, mit was für einem Computer du arbeitest, oder indem du oben auf die Datei Bearbeiten, Kopieren klickst. Füge den Kreis noch einmal ein. Verändere die Größe von einem der beiden Kreise ein bisschen. Das geht entweder durch Schieben oder indem du oben bei Größe die Größe einfach ein wenig veränderst. Hier oben wechselst du die Farbe. Der eine Kreis ist schwarz, der andere Kreis ist weiß. Lege nun beide Kreise übereinander. Wähle beide Kreise aus. Klicke auf Ausrichten und Zentrieren. So liegen sie beide zentral übereinander. Wähle wiederum beide Kreise aus und klicke unten rechts auf Beschneiden. Entferne nun die Bereiche, die du nicht benötigst, sodass du nur den Ring hast. Der Ring zum Blumenanordnen ist fertig. Nun gehst du in den Bereich Bilder. Hier kannst du oben per Schlagwort deine Designs auswählen, zum Beispiel einfach Blumen. Wenn du das Cricut Access Abo hast, hast du Zugriff auf tausende von Dateien. Solltest du das Abo aber nicht besitzen, kannst du dennoch eigene Designs erstellen. Klicke dazu einfach hier kostenlos an und alle aktuell kostenlosen Motive werden dir angezeigt. Die Motive variieren von Zeit zu Zeit, sodass es sein kann, dass ein Element heute kostenlos ist, morgen dann aber kostenpflichtig, beziehungsweise du auch immer wieder neue kostenlose Motive hier finden wirst. Wähle nun also Blumen aus, die dir gefallen. Ich wähle immer gleich ein paar mehr, rauslöschen ist ja später gar kein Problem. Klicke auf zur Leinwand hinzufügen, um deine Motive hinzuzufügen. Nun kannst du die Blumen so wie du möchtest an dem Ring anordnen. Du siehst, dass der Ring durchscheint, ordne die Blumen also so an, dass das gut verdeckt ist. Mir fehlen jetzt hier auch noch ein paar Blätter. Ich gehe also nochmal auf Bilder und füge passende Motive hinzu. Mein Stichwort ist hier einfach nur Blatt oder Blätter. Und hier wähle ich auch wieder die kostenlosen Designs, sodass mir nur die kostenlosen Blätter angezeigt werden. Ich wähle alle Blätter, die mir gefallen und die ich eventuell nutzen möchte und klicke auf zur Leinwand hinzufügen. Jetzt ordne ich alle Designs an meinem Kreis an. Das kann immer eine Weile dauern, aber wir haben ja Zeit. Ich möchte hier einfarbig arbeiten,
Das heißt, ich werde alle Designs erst einmal in Schwarz anlegen. Probier dich ruhig ein bisschen aus und schau, wie du deinen Blumenkranz so anlegst, wie er dir gefällt. Du kannst die einzelnen Blumen größer ziehen, kleiner ziehen, verzerren, du kannst sie spiegeln und du kannst sie natürlich auch kopieren und mehrere Blumen einer Sorte anlegen. Was ich auch machen kann, ist mit weißen Elementen, die ich dann später ausschneide, zu arbeiten. Das heißt, ich stelle die Motive auf weiß und setze sie hier in die schwarzen Bereiche und schneide sie dann später aus. Wie das geht, das zeige ich dir gleich noch. Beim Erstellen solch eines Designs probiere ich natürlich auch immer ganz viel rum. Es dauert tatsächlich viel länger, als wenn ich mir jetzt ein fertiges Design ausgewählt hätte. Aber wir wollen ja heute ein bisschen das Programm ausprobieren und lernen, was so um alles möglich ist. Auf der rechten Seite siehst du immer alle unterschiedlichen Ebenen, also alle Blumen, die du aktuell nutzt. Wenn ich hier mit dem Gestalten fertig bin, dann lösche ich auf jeden Fall schon mal die Ebenen, die ich nicht brauche, also die Elemente, die hier noch auf der rechten Seite sind und die ich einfach bei der Vorauswahl ausgewählt habe, aber dann doch nicht verwendet habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel jede Menge große Blätter ausgewählt, aber irgendwie fehlen mir noch kleinere Blätter hier vorne an der Sonnenblume, weshalb ich jetzt auch nochmal in die Bilder gehe und nach einem passenden Blatt suche. Tatsächlich findet sich was Passendes, das ist doch praktisch. Mir persönlich gefällt der Kranz jetzt so, wie er ist. Er besteht allerdings nur aus einzelnen Elementen, das heißt, wir müssen ihn noch verbinden. Was wir jetzt hier haben, sind schwarze und weiße Elemente, also zwei Farben. Ich wähle jetzt auf der rechten Seite alle weißen Elemente aus. Um mehrere Ebenen auszuwählen, drücke ich dabei bei meinem MacBook die Command-Taste und wähle dann die Ebenen aus. Ich denke, bei Windows müsste es die STRG-Taste sein. Ich wähle also alle weißen Ebenen aus und klicke auf Verbinden. Jetzt kann ich die Ebenen zur Seite ziehen. Dann wähle ich alle schwarzen Ebenen aus und klicke auf Verschweißen. Der Farbton ist jetzt irgendwie eher grau, also wähle ich hier oben noch einmal schwarz aus, nur der Deutlichkeit halber. Jetzt kann ich meine weißen Ebenen wieder zurückziehen. Dafür muss ich darauf achten, dass sie über den schwarzen liegen. Das kann ich, indem ich sie hochziehe oder hier oben auf Anordnen in den Vordergrund klicke. Dann ziehe ich die weißen Ebenen zurück und klicke auf Subtrahieren. Und schon sind die weißen Ebenen aus der schwarzen Ebene heraus subtrahiert. Man könnte auch jede Ebene einzeln beschneiden, aber so geht das ein bisschen schneller. Und schon ist mein Blumenkranz fertig. Das war doch wirklich super einfach. Ich schreibe mir jetzt hier noch einen Schriftzug hinein und werde diesen Blumenkranz dann auf einen Blumentopf kleben. Sowas ist immer ein nettes Mitbringsel und lässt sich super schön personalisieren. Zur Sicherheit speichere ich mir meinen Blumenkranz
Und wenn du magst, kannst du natürlich genau diesen Blumenkranz auch bei Funkelfaden im Cricut Design Space finden. Ich hoffe, du bist soweit gut mit diesem Tutorial klargekommen und hast auch einen Blumenkranz erstellt. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn bei Instagram oder in unserer Funkelfaden-Plotter-Gruppe bei Facebook zeigst und den Hashtag Funkelfaden verwendest. Hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar, inwieweit du zurechtgekommen bist und ob es irgendwo Schwierigkeiten gab. Ansonsten freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du dem Funkelfaden-Kanal hier auf YouTube folgst und die Glocke aktivierst. Ich freue mich auch sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!